Hallo ihr lustigen Fallout 4 Fans da draußen und herzlich willkommen hier quasi mehr oder weniger hier beim Aftermath von Far Harbor. Also es ist nicht wirklich ein Aftermath, es ist eigentlich nur so, wir räumen noch ein bisschen auf. Eine bisschen Nachbetrachtung findet natürlich auch statt. Ich muss einfach sagen, ich finde Far Harbor einfach geil. Also ich persönlich mochte oder mag diese Mod wirklich sehr, sehr gerne. Und Mod ist der falsche Begriff, dieses DLC. Und jetzt sind wir hier gerade eben dabei. Wir suchen uns jetzt hier ja die letzten Sachen zusammen. Irgendwie 50 Meter vor uns. Ich habe jetzt gerade eben den Taucheranzug angezogen, dass ich hier schwimmen und tauchen kann. Und ich bin jetzt auf der Suche hier nach diesen Marine-Sachen, die hier irgendwo auf der ganzen Insel verteilt sein sollen. Da unten. Da ist was drin. Da sind die Armsachen drin gewesen. Wie geil ist das denn? Kann ich da noch mehr finden? Ich schau gerade eben mal. Stimmt, und den Level-Up habe ich in der letzten Folge noch vergessen zu machen. Ja, hier ist sonst nichts mehr. Kann ich jetzt direkt von hier aus eigentlich woanders hinspringen? Kann ich direkt jetzt hier hinspringen? Geil! Funktioniert! Okay, also wir können das jetzt alles hier noch schnell machen. Und ich kündige jetzt hier in dieser Folge eigentlich schon an, also das hier ist jetzt hier mehr oder weniger so diese Übergangsfolge. Ich weiß auch nicht, ob diese Übergangsfolge jetzt volle 40 Minuten lang sein wird. Was ich vorhabe ist, als allernächstes werden wir Nuka World spielen. Yep, wir werden als nächstes Nuka World spielen. Ich guck mal, gerade bloß, ob hier Gegner sind. Nein, sind es nicht. Und wenn wir Nuka World fertig haben, werden wir zum Schluss noch Automatron spielen. Ich mache also sozusagen die DLCs in umgekehrter Reihenfolge. Oh Gott, ich bin schon wieder überladen. Das darf doch nicht wahr sein. Eventuell sollte ich was dagegen tun. Ein Buffout einwerfen. Das könnte helfen. 17 Meter. Ach, da ist es schon. Da ist es schon. Im Bauch dieses Schiffes. Zum Glück haben wir diesen Taucheranzug. Linkes Bein, rechtes Bein. Und jetzt sind wir schon wieder total überladen. Dann das letzte Teil können wir von hier aus dann erreichen. Also ohne Taucheranzug glaube ich nicht, dass man das realistisch erreichen könnte. Dieser Taucheranzug ist schon essentiell für diese Sache. Aber wir machen jetzt erstmal hier die Insel voll fertig. Und ja genau, wir hatten ja noch ein Level-Up. Den können wir natürlich auch noch machen. Gut, ich könnte jetzt natürlich auch noch Aquaboy machen. Kannst länger unter Wasser atmen, beziehungsweise halt Luft anhalten. So, was ist das jetzt hier? Sonnenlicht heilt nach und nach deinen Strahlungsschaden. Geil. Finde ich geil, also noch mehr Heilung gegen Strahlungsschaden. Nehme ich natürlich liebend gerne. Ich möchte einfach nur noch überlebensfähiger sein, denn wir sind Lucky Bastard. So, als nächstes werden wir uns natürlich leveltechnisch, weil er heißt ja Lucky Bastard, wir werden uns als letztes auf Glück spezialisieren. Ja, wir werden das tatsächlich tun, wir werden uns auf Glück spezialisieren. Nick, kannst du noch mal ein paar Dinge übernehmen? Schieß los. Ich bin so langsam aber sicher wirklich nicht mehr besonders lustig überladen. So. Es muss doch eigentlich gehen, hier noch ein chinesisches Offizierswert. Raketenwerfer, Tüftelturm, Spezial, komm, was wiegt denn der? 5. Ich muss das Zeug kurz mal loswerden hier. Anglerfleisch. Das Fest des Captains, was? Plus 10% XP für 2 Stunden. Hey, das ist ja mal interessant. Fällt mir jetzt ja so auf. Warum habe ich das nicht schon längst eingeworfen? Roboter, Reparatursatz, Stimpack, Tierbeere, Todeskrallenfleisch. Traubenmentats behalte ich. Hab ich noch irgendwie Schrott, den ich in den Reihen pumpen kann, ey. Er kann die noch mehr tragen. Scheiße. Nein! Okay, also wir sind ab jetzt wirklich hoffnungslos überladen. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist nochmal einen Buffout einwerfen. Was überhaupt nichts bringt, weil wir trotzdem überladen sind.
Gibt's nicht noch irgendetwas, was ich einwerfen kann? Alkohol! Nö, Bourbon! Doch, Bourbon! Ein leckerer Bourbon, der hilft uns hier sehr. Und dann durften wir das gesamte Set beieinander haben. Das ist eigentlich, glaube ich, der große Schatz auf dieser Insel hier. Und das ist jetzt hier drin. In diesem Container. Oh! Was? Ernsthaft? Okay. Ich hätte den ganzen Scheiß gar nicht kaufen müssen. Ich hätte das alles einfach nur... Ernsthaft jetzt? Hab ich das jetzt zweimal? Angriff Marine... Ach nee, es gibt einen Recon Marine und es gibt einen Angriffsmarine. Aha. Bin ich damit jetzt fertig? Tatsache. Na dann. Habe ich irgendetwas auf dieser Karte, was ich noch tun muss? Irgendetwas, was ich noch nicht untersucht habe? Höchstwahrscheinlich ja, aber... Ich muss jetzt sowieso erstmal ganz, ganz kurz hierher. Ich hätte schon gerne... Wir müssen uns das gleich noch anschauen, dieses Recon- und Angriffsmarine-Outfit-Zeug. Jetzt mal in aller Ruhe auf der Insel von Longfellow, da haben wir ja quasi alle Sachen so ein bisschen für uns zusammengelegt. Wie gesagt, das ist jetzt hier so die Übergangsfolge, wo ich einfach schauen will, was mache ich jetzt eigentlich mit dem ganzen Scheiß, der mir gehört. Okay, rechter Arm, linker Arm, Marine Helm, Brustteil, 52 Rüstung, reduzierter Schaden beim Stehen und sich nicht bewegen. Das ist, läuft uns voll rein. Erhöht die Laufgeschwindigkeit des Trägers um 10%, plus 1 Beweglichkeit und Wahrnehmung. So, und jetzt, das hier ist jetzt nichts Besonderes. Der Helm. Es passt aber voll rein. Wir bräuchten jetzt halt noch eine Hose. So sehen wir jetzt also aus. Die Rüstung ist schon krass. Der Helm, also die Rüstung des Helms ist krass und die Rüstung der Brust ist auch mega krass. Dass ich mich mal zur Ruhe setzen sollte. Den Absprung habe ich wohl verpasst. Das gefällt mir aber sehr, sehr gut. Was lasse ich denn jetzt da? Den Tauchanzug lasse ich nochmal da. Adrette Gentleman lasse ich da. Brille mit Gestell lasse ich da. Taktischer Marine. Ah, das wäre dann einfach ein anderer. Angriffsmarine. 50. Rechter Arm. Nee, das ist dann doch ein anderes Outfit, oder? Rechts, links, rechts. Marine Helm. Recon Angriff. Also die sehen im Grunde gleich aus. Ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe, aber das System funktioniert. Warum bin ich so fett überladen, ey? Das ist mir momentan ein Rätsel. Ach so. Weil ich Schrott dabei habe. Ja gut, jetzt habe ich ein bisschen Platz geschaffen dadurch. Der Fischfänger Atoms Urteil wiegt halt alleine 20, ne? Aber der Strahlungsschaden ist halt fett. Um reduzierte Angriffs... reduzierte Aktionsposten ist halt auch geil. Der Erlöser, das nehme ich auf jeden Fall mit. Nehme ich auf jeden Fall mit. Rockwell Slugger nehme ich auf jeden Fall mit. Wobei, den brauche ich eigentlich jetzt gerade eben gar nicht mehr. Ich lasse ihn mal da. Das nehme ich mal mit. Das Mutantentöters Raketenwerfer lasse ich da. Problemlöser lasse ich da. Und die nehme ich mit. Ja, das sollte eigentlich reichen. So sehen wir jetzt also aus. Ich hätte jetzt bloß irgendwie gerne eine Hose. Wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine Hose, so ein Scheiß. Ich muss ganz, ganz kurz jetzt zu diesem Laden noch gehen.
nach Far Harbor und dann will ich nochmal eine Runde lang von diesem Hotel, wir haben nämlich das Hotel nicht fertig gemacht, da nochmal reingucken und von dem Hotel aus irgendwie so ein bisschen nach Norden laufen, um zu schauen, ob wir da irgendetwas Eklatantes übersehen haben. Okay. Dann gucken wir mal. Sofern wir wieder mal was sehen. La 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 la. Hier passiert gar nichts. Gleich geht's weiter. Ich hab gesagt, gleich geht's weiter. Ja, jetzt geht's wirklich weiter. Nur solange der Vorrat reicht. Kann ich jetzt eigentlich nochmal mit ihr reden? Was? Was ist jetzt los? Jetzt stehe ich hier mit meinen Unterhosen. Und jetzt? Also, Leute, ruhig, ruhig. Hoher Beichtvater Tektis, der Anführer der Kinder des Atoms, hat Frieden mit uns geschlossen. Und du glaubst ihm? Ja, er sagte, es wäre eine Vision von Atom. Und wenn man sie kennt, weiß man, wie ernst das gemeint ist. Aber diese Missionare... Die sind kein Problem. Er hält sie von Far Harbor fern. Es kommen keine Prediger mehr. Sie werden Ellen also einfach vergeben? Ihr... Tja, Gott hat ihnen das befohlen. Also, ja, ich glaube, sie haben uns vergeben. Sie bleiben also in ihrem Teil der Insel und wir bleiben in unserem. Was du brauchst. Das ist alles. Bist du zum Handeln hier? Was? Der steht ja einfach da und quatscht mich gleich an. Wie geht's denn so? Wie du willst. Was? Ihm geht's so, wie ich will? Gut, dann hau ich dir auf die Nase. Nee, natürlich nicht. Sag mal, was du da hast. Handeln wir. Ich hoffe, du hast jetzt mal eine Klamotte oder sowas. Alter Anglerhut. Armeeuniform. Ja, please. Genau, das brauche ich nämlich jetzt. Fischer Overall. Nee. Geflickte Dreiteile auch nicht. Ich guck gerade eben bloß, ob es da nicht noch irgendwas anderes gibt. Todesschützenmelone. Ja, nee, ist klar. Ich frage mich aber echt, ob es diese Recon-Sachen nicht irgendwo noch geben könnte. Freund des Admirals. Ist mir aber auch egal. Ich möchte einfach nur das anziehen. Damit ich nicht mehr so nackig bin. Wo ist es denn? So, jetzt gucken wir mal, wie wir aussehen. Na also. Gut, Handschuhe sind wahrscheinlich überbewertet. Die Hände, dass die da so rausgucken, ist schon ein bisschen schräg. Eher sterbe ich, als dass ich aufhöre, mir mein Land zurückzuholen. Das musst du ja auch nicht aufhören, aber... Okay, also das ist schon krass jetzt hier, so diese Recon Marine Klamotte. Das sieht schon nach was aus. So gefällt mir das, liebe Leute. Warte mal, kann ich jetzt endlich mit dir reden? Ich muss mit dir reden. Tektis hat sich nicht klar ausgedrückt, meinte aber, du wärst Atoms Werkzeug. Dank dir haben wir jetzt eine wirkliche Chance auf Frieden. Glaubst du, du und Tektis können das schaffen? So viel Blut wurde vergossen. Das wird nicht einfach. Aber ich glaube, gemeinsam kriegen wir es hin. Ich wünsche euch alles Gute. Wir haben dich wirklich nicht verdient. Wenn der Nebel verschwindet, und das tut er immer, holen wir uns unsere Insel zurück. Und das alles dank dir. Die Kinder des Atoms sind gefährlich. Vertrau ihnen nicht. Cool. Die sind doch einmal alle so gut drauf. Also dieser Frieden mit den Kindern des Atoms hat eine Chance? Jo. Ich glaube schon, solange ich die Klappe halte. Und das werde ich auch tun, denn ich werde diese Insel irgendwann verlassen. Aber vorher haben wir ja noch was vor. Das hier. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass diese Recon-Ausrüstung irgendwo auf dieser Insel rumliegen muss. Ich werde echt nach dieser Folge mal googeln müssen. Führt kein Weg dran vorbei. Okay. Schauen wir mal. Ah, wir sind schon da. Jetzt gehen wir halt mal da rein, ne? Ist das da drüben etwas, was ich... Okay, es gibt anscheinend wirklich hier nichts mehr auf dem Weg. Zumindest nichts, was mir so direkt angezeigt wird. Aber es ist auf jeden Fall schon mal klar, dass das Hotel hier nicht als... Wisst ihr, wie das aussieht? Guck mal. Recon Marine und so ein Teil, ne? Wie soll ich sagen...
Ich hab's vergessen. Achso, ja, nee, dass dieses Gebäude hier halt nicht abgeschlossen ist von uns. Da waren wir nämlich noch nicht drin. Das ist der Haupteingang. Und deswegen kann das dann natürlich auch noch nicht abgeschlossen sein. Na, was ist da drin? Hallo? Jemand da? Oh. Ich habe so das Gefühl, den hat man lange warten lassen. Ich will nicht unhöflich sein, deswegen lasse ich den Herren einfach mal mit seinen Knochen allein. Du magst Antiquitäten, nicht wahr? Ich mag Geld. Nein, ich will da nicht raus. Nein, ich habe den Fehler schon wieder gemacht. Scheiße. Ich lese die Insel, weiß, was es bedeutet und klicke trotzdem. Manchmal frage ich mich, ob ich mir selber irgendwie noch helfen kann. Und die Antwort lautet höchstwahrscheinlich nein. Einfach nein. Wir sehen uns gleich drin wieder. So, da bin ich wieder. Also, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, was... Danke. Dass hier der eine oder andere auf jeden Fall noch drinnen sein muss. Todeskrallenfleisch, das kann man kochen. Denn das Ding hier gilt als noch nicht abgeschlossen. Haarklammer. Also das mit dem Vorkriegsgeld meinen die ja echt ernst. Mehr ernst als teilweise in den anderen Gebieten. Noch ein Kronkorken. Irgendwo gibt es hier oben ja auch noch eine Powerrüstung, ne? Also wir hatten eine Powerrüstung hier irgendwo ausgemacht gehabt. Und die Frage ist, wo... Ich gehe mal hier raus. Mal gucken, wo ich da hinkomme, weil ich glaube, da habe ich nämlich noch nicht nachgeschaut. Naja, wir werden es gleich wissen. Nach wieder einem ewig langen schwarzen Bildschirm. Den ich euch erspart habe, so frech wie ich bin. Oh. Die haben natürlich Nick gesehen. Hey! Oh Gott, der wirft eine Granate. Junge, Junge. Hallo? Mhm. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich machen. Bäm. Boah, guck mal, was wir für einen Schaden anrichten. Diese Rüstung ist genau das, was wir gebraucht haben. Nochmal 15% weniger Schaden. Was willst du da hinten? Hallo, Kriegsfürst. Au. Au. Also der Hammer zusammen mit der Rüstung ist schon echt bitter. Wo ist ein leuchtender Mutantenhund? Ah, jetzt muss ich die alle umbringen. Aha. Boom. Kannst so viel leuchten, wie du willst. Du bist erledigt. Zack. Ich komme mir gerade ein bisschen overpowered vor. Aber nur ein bisschen. Das sind schließlich Supermutanten. Die haben sich anders verdient. Ah, es gibt wohl hier draußen keinen mehr. Darauf einen Bourbon. Daddy-O. Was ist ein Daddy-O? Ich weiß es nicht. Tun wir mal die Waffe hier weg. Das Ding nervt halt trotzdem immer so ein bisschen, wenn man dann zu lange damit rumläuft. Wenn man damit kämpft, ist es cool. Aber wenn man damit rumläuft und dann die ganze Zeit dieses Geräusch am Start ist, ist es ein bisschen dann blöd. Nein, ich wollte bloß gucken, ob ich da draußen irgendwas sehe. Wo bin ich denn? Moment. Ach, das ist diese brennende, lustige Zone. Keine Ahnung, warum da was brennt. Vor allem, warum da immer noch was brennt. Ja, nee, ist klar. Die armen Leute, ey. Worte können diesen Ort nicht beschreiben.
Definitiv nicht. Abriss reif, ein Anfang wäre. Ja, ich glaube, wir haben mit dem Abriss angefangen. Ich glaube, wir haben es sogar nicht nur angefangen, wir haben es auch vollendet. Jetzt will ich nochmal ganz, ganz kurz gucken, ob ich jetzt hier irgendwie... Da oben ist noch einer. Wo ist jetzt diese Power-Rüstung, die auf der Map verzeichnet ist? Die muss irgendwie da oben sein. Ich kann mir das nicht anders erklären. Die muss irgendwie da oben sein, also gehen wir wieder nach oben. Zumindest können wir von oben es besser einschätzen, wo diese Power-Rüstung ist. Und ich würde diese Power-Rüstung schon gerne mit nach Hause nehmen, weil ich sammle die Dinger, ja, wie ihr wisst. Und damit hat er aufgehört? Okay, liebe Leute, wir wissen jetzt alle, Looten hilft gegen Zuckungen. Was industrielles Backfett? Was es nicht alles gibt. Hör auf! Hör auf! Boah, jetzt reicht's eh! Geh weg da! Geh weg! Kann ich dich nicht irgendwie auseinandernehmen? Ich nehme einfach die Machete, dann hört er vielleicht auf. Okay. Nein, ich will einfach nur, dass er das hier ablegt. Wow. Ich glaube, jetzt bin ich richtig hier oben, oder? Irgendwo hier oben muss es doch jetzt rausgehen. Wenn ich mich richtig erinnere. Ah ja, genau, hier geht's nochmal hoch. Ich fand das Ganze trotzdem ein bisschen verwirrend. Also wo ich jetzt gerade eben hier bin. Ich weiß, es hat bestimmt Sinn gemacht, aber ich kann mich jetzt gerade eben nicht mehr an die Einzelheiten erinnern, was jetzt zum Beispiel der Fall zwischen dem Typen und der Tussi, die hier sich im Hotel gegenseitig umgebracht haben, was das nochmal mit Dima zu tun hatte. Bis auf die Abschusscodes, glaube ich. Die Codes waren da halt irgendwie drin, ne? Aber warum das dann irgendwie... Ich weiß es nicht. Hat wahrscheinlich Dima einfach dann zurückgelassen, nehme ich mal an. So. Hallo. Ah, das reicht doch wohl. Plumps. Wo ist jetzt diese scheiß Power-Rüstung? Die angeblich hier irgendwo sein soll. Die muss doch hier irgendwo zu sehen sein. Hä? Anscheinend... Hä? This makes no sense. Warum ist ein Helikopterzeichen? Was ist das hier für ein komischer Ort? Ah, habe ich noch nie entsperrt. Ich war anscheinend noch nie wirklich hier oben. Ach komm, zerbrech halt. Bin mir sicher, dass ich an der Stelle schon mal war. Fusionskerne, 4 Stück. Das schreit doch eigentlich geradezu danach, dass hier irgendwo eine Power-Rüstung sein müsste. Das ist auf jeden Fall eine Splittermine. Also wenn hier irgendwo eine Power-Rüstung ist, dann sehe ich sie nicht. Oder ist die im Gebäude? Kann natürlich auch sein, dass sie dann doch jetzt wieder im Gebäude ist, ne? Aber dann müsste es doch eigentlich...
Also, ganz im Ernst, so groß ist das Gebäude nicht. Über das Ding müsste ich doch schon längst mal drüber gestolpert sein. Hier ist nicht so viel Platz und die Powerrüstung ist groß. Letzter Durchmarsch hier quasi durch die Zone. Seht ihr, was ich meine? Hier ist gar nicht so viel Platz. Ah, jetzt habe ich diese blöde Pistole mitgenommen, wo ich das gar nicht wollte. Scheißegal. Hier oben haben wir alles uns angeschaut. Alle Eventualitäten. Hier waren wir auch. Da unten ist wieder der Hauptbereich. Hier alle Eventualitäten. Alle Eventualitäten, alle Eventualitäten. Da ist keine Überraschung. Hier. Okay, jetzt hier ist noch eine Tür, die wir noch nicht hatten. Aber... haben die dem ernsthaft eine Zeitung in die Hand gegeben? Ja, aber ansonsten ist hier ein Bademantel. Toll. Den nehme ich mit. Der ist sauber. Da ist Nick. Vor dem habe ich mich gerade irgendwie erschreckt. Und hier... juhu, eine Vault-Tec Lunchbox mit einem Mr. Handy-Modell. Oh, das finde ich cool. Nö. Da liegt nochmal Wim. Und das war's. Da sind nur noch die kaputten. Nö. Ich glaube, das ist einfach nur ein Anzeigebug. Ich glaube, das ist ein Bug, wenn ich da oben stehe. Dann zeigt mir das einfach quasi, wenn ich eine Powerrüstung will, muss ich das Gebäude verlassen oder sowas in der Art und Weise. Ich glaube, das ist das, was das Spiel mir eigentlich sagen will. Danke Spiel, dass du mich verwirrst mit deiner Anzeige und so weiter und so fort. Warum kann... also das ist nur auf dieser Map hier halt so, ne? Weil halt die Powerrüstung da an der Stelle halt auf der anderen Map ist. Aber es ist halt trotzdem verwirrend, wenn mir das dann quasi hier angezeigt wird. Also viele von euch werden es wahrscheinlich schon wissen. Hey, da ist doch gar keine Powerrüstung. Ja, ich bin halt drauf reingefallen. Sorry. So eine Scheiße passiert halt nun mal, wenn man Dinge falsch deutet. So, was sagt das Ding jetzt? Ja, hier ist jetzt natürlich wieder keine Powerrüstung. Natürlich. Weil hier natürlich auch keine Powerrüstung ist. Dich nehme ich mit. Was haben wir denn hier noch Schönes? Nicht allzu viel. Ich will jetzt hier gerade eben bloß noch den Weg nach Norden laufen und schauen, ob ich noch irgendwas hier finde. Aber ich glaube, hier finde ich nichts mehr. Oh, oh. Aha. Harpoon-Charlie wieder. Au. Eieiei. Hört mal auf damit. Bäm. Boah. Habe ich dem gerade im Ernst auf den Zwing reingehauen? Sag mal. Der hat das, glaube ich, geblockt. Aha. Ja, ja, der Nebel wird mich garantiert holen. Auf jeden Fall. Hi. Gerade eben mutiert und schon doch fast tot. Oh, was habe ich fast gesagt? Was ist das? Eine Kalaschnikow? Erschütterndes handgefertigtes Gewehr. Chance auf Taumeln. Was? 7,62 mm? Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Was? Bumm. Ich muss immer ein bisschen stehen bleiben, damit die Rüstung dann quasi zählt und auch mein... ist da noch irgendwo einer? Ja, da... da ist noch irgendwo einer. Ach komm, jetzt glitsche ich da wieder runter. Da kommt eine Granate, die natürlich von Nick geworfen wurde. Hi. Und du lernst fliegen. Haben wir es jetzt geschafft. Schön. Wups. Und wups. Das
Der Knochen-Charlie dreht jetzt im wahrsten Sinne des Wortes durch. Wir gehen einfach weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Ne, wir sind jetzt hier bei Arcadia. Da unten ist die MS Schlag mich tot, ne? Naja. Nichts Besonderes. Da oben könnte ich einfach nur den Nukleus noch mal in die Luft jagen. Oh. Der schießt natürlich blind, ohne irgendetwas gesehen zu haben. Ich muss diese Rüstungen echt noch modifizieren. Die sind ja noch völlig unmodifiziert. Das heißt, ich habe keinen Tarnungsbonus drauf. Jetzt komme ich da hoch. Hallo. Euer Turm ist ja total nützlich. Da kann ja gar niemand hochklettern. Außer ich. Hi. Und bye. Hey, was willst denn du hier? So. Oh, Sprengstoffkiste. Ach Gott, jetzt bricht der blöde Dingens, Kirkens, Klabbera, irgendwas, Dutch. Ja. Kryomine, bla 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 bla. We did it. Und wieder runter. Wo ist die blöde Straße? Ich weiß es nicht. Ich folge einfach. Ne, die Straße war doch da oben. Ich glaube, die war hier, oder? Hä? Ja, hier war die Straße. Okay. Ne, war sie doch nicht. Hier war doch irgendwo eine scheiß Straße. Wo ist diese scheiß Straße? Hier ist diese Scheißstraße, Entschuldigung. Ich habe mich gerade eben echt schon ein bisschen verfranst gefühlt. Ja. Oh. Hä? Ist noch irgendwo ein Wolf? Ne. Es waren nur die zwei. Ist da noch irgendwas drin? Ein Werkzeugkasten. Kann man sich ja zumindest mal anschauen. Ja, die zwei Sachen nehme ich mit. Ich meine, hier waren wir ja auch noch nicht, ne? Guckt euch das mal an. Wir entwickeln überhaupt kein Red mehr. So, also zumindest nicht bei dem. Das Sonnenlicht heilt das schneller... Ah, und jetzt sind wir hier. Das Sonnenlicht heilt das schneller weg. Ne, dann... Dann gibt es tatsächlich... Okay, das wird hier nicht gesammelt. Dann gibt es hier tatsächlich für uns nichts mehr auf der ganzen Insel. Vielleicht noch irgendwo so ein paar kleine Details. Gut, liebe Leute, dann machen wir jetzt folgendermaßen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch an dieser Stelle. Wir werden das nächste Mal... Jetzt hast du ein Problem. Oh! Hi! Leuchtender! Bist du wenig beeindruckend? Ich glaube, der Strahlungsschadenhammer hat ihn jetzt weniger beeindruckt, aber ich habe ihn trotzdem damit kaputt bekommen. Die Kaffeetasse kann er behalten. Aha. Der Laden hier wurde soeben etwas interessanter. Ja, vor allem, weil der Leuchtende hier oben rumläuft. Ich frage mich jetzt, weil ich ghoulisch bin, ob jetzt auch die... Leuchtenden freundlich werden können? Also, was ich gerade eben im Grunde sagen wollte. Moment, bevor ich jetzt hier... Gummibonbons. Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich werde jetzt an dieser Stelle einfach mal die Folge etwas früher beenden. Falls ich noch Informationen haben sollte, bezüglich der Recon-Teile, ne? Es gibt ja eine Wiki, die werde ich jetzt suchen und so weiter und so fort. Also wenn da noch irgendwas ist, dann suchen wir eventuell danach noch. Und dann hänge ich das vielleicht auch noch hier an dieses Video an. Aber unter allen anderen Umständen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr mit mir zusammen Far Harbor hier durchgenommen habt. Und wenn ihr wollt, seid dabei, wenn wir als allernächstes Nuka World in Angriff nehmen. Und das vielleicht danach auch noch mit Automatron. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und Ade.
Ja, und da bin ich auch schon wieder, obwohl ich gerade eben abmoderiert habe, aber ich habe es ja angesagt gehabt oder angedeutet gehabt, wenn ich rauskriege, wo man noch was herbekommt. Und es gibt tatsächlich nur noch ein Teil, ein Armteil. Die Beinteile gibt es für diese Recon tatsächlich gar nicht. Zumindest hat sie bis heute anscheinend noch niemand gefunden. Aber das letzte Teil, was uns fehlt, okay, hat er. Verzeihung. Ein andermal, okay? Nein. Ich kann dir alle Waffen beschaffen, die du brauchst. Morgen. Okay, da muss ich jetzt erstmal rauskriegen, wie spät es wir gerade eben haben, dass der jetzt gerade eben nicht mit uns reden will. Kann ich mich irgendwo hier hinsetzen, irgendwie die Zeit verstreichen lassen? Kann ich irgendwie die Zeit verstreichen lassen? Matratze, kann ich mich da nicht hinlegen? Da kann ich mich hinlegen. Komm, wir schlafen jetzt einfach mal. Ja, es ist 10 p.m. Ich guck mal, ob das jetzt irgendwas hilft. Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich spät gewesen. Ach, hat er sich da hingelegt. Komm, wir legen uns jetzt hier nochmal 4 Stunden dazu hin. Wir kamen offensichtlich nach Ladenschluss. Super. Jetzt bin ich ausgeschlafen. Was auch immer das für mich bedeutet. Oder Kane? Machst du jetzt deinen scheiß Laden auf? Ich fänd's total gut. Kann ich dir was abnehmen? Gepriesen sei Atom, Bruder. Wenn du nicht gerade das Amt des Hohen Beichtvaters übernommen hast... Ja, der Junge geht mir auf den Sack. Ey, komm, jetzt schlafen wir nochmal. Der will offensichtlich seinen Schönheitsschlaf machen. Braucht man offensichtlich als Kind des Atoms. Du hast doch die Mutter gesehen. Gutes Omen. Suchst du Waffen? Munition? Hab ne Menge Gamma-Patronen. Ja. Die Leute hier sind für eine religiöse Gemeinschaft schwer bewaffnet. Diese Insel ist gefährlich. Voller Ketzer, Fallensteller, Nebelbestien. Atom mag uns dieses Königreich vermacht haben, doch nur damit wir es beschützen. Darf ich dir etwas zeigen? Ja, sehr gerne. Zeig mal, was du so hast. Die besten Waffen der Bucht. So, und er soll das Ding jetzt offensichtlich haben. Ja, Recon Marine, linker Arm, verlangsamt im Kampf vorübergehend die Zeit, wenn du 20% oder weniger Gesundheit hast. Und das ist mega krass. Und deswegen will ich das Ding auch haben. Und ihr seht, was das halt auch an Geld kostet, ne? Also das Ding ist sau teuer. Hier gäbe es jetzt ja nochmal das Kiloton-Radium-Gewehr. Kugeln explodieren beim Einschlag und richten 15 Punkte Flächenschaden an. Ist an und für sich ganz nett. Nicht deswegen, weswegen ich hierher gekommen bin. Im Grunde bin ich wegen dem hierher gekommen, wegen der Waffe. Und die anderen Sachen kann ich hier im Grunde jetzt hier in Zahlung geben, die ich hier momentan noch dabei habe. Und ich sehe gerade eben, dass ich mir das momentan noch gar nicht leisten kann. Das ist ja mal herzallerliebst. Hohoho. Dann muss ich vielleicht jetzt hier sogar noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme. Ich melde mich gleich wieder bei euch. So, damit habe ich es jetzt. Habe ein paar Munitionssachen noch raushauen können. Wir benutzen ja sowieso ohnehin kaum irgendwelche Munition. Und jetzt legen wir natürlich das schöne Ding hier noch an. Wo ist es hier? Das Recon Marine. Linker Arm. Und damit haben wir jetzt hier die volle Recon-Ausrüstung. Das sogenannte legendäre Recon-Set. So, und ganz zum Abschluss werden wir jetzt natürlich auch noch die Wiedervereinigung der Familie, ja, also Kasumi und ihre Eltern, nochmal uns anschauen. Aber ich hole mir natürlich jetzt vorerst noch mein ganzes Zeug, lade alles in mich rein und dann geht's rüber und wir sehen uns dann drüben in, ja, im Commonwealth. So, und damit sind wir da und sie betritt offensichtlich gerade eben ihr Heim oder hat es zumindest vor. Mama? Papa? Ich bin wieder da. Kasumi? Meiner Kleinen geht es gut. Willkommen zu Hause, Kasumi. Schön, wieder hier zu sein. Du hast meine Tochter gerettet. Danke. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, du hast unsere Familie wieder vereint. Wenn ihr je wieder Hilfe braucht, wisst ihr ja, wo ihr uns findet. Kasumi, heißt das? Du weißt, dass wir deine Eltern sind, oder? Du bist kein Sünd. Ich weiß, Mama. Entschuldige. Ich war nur so verwirrt. Ich wollte weg. Irgendwohin. Schon gut, Kasumi. Du bist jetzt zu Hause. Braucht ihr einen Moment? Nein, wir haben jetzt jede Menge Zeit zum Reden. Wir wollen dich nicht aufhalten.
kann dir sagen, sie ist da entzündet. Nee, das mache ich jetzt nicht. Pass gut auf sie auf, Kenji. Man weiß nie, wann einem die Familie genommen wird. Ich bin froh, dass du es verstehst. Die Welt da draußen ist schlimm. Wir haben nur einander. Wir müssen noch über etwas sprechen. Deine Belohnung dafür, dass du meine Tochter heil zurückgebracht hast. Wir haben nicht viel zu bieten. Aber mein Vater hat das Commonwealth bereist. Er hat uns einiges hinterlassen. Ich habe alles beim Haus vergraben. Ich bin kein Entdecker wie er. Ich brauche die Sachen nicht. Du vielleicht schon. Was sind das für Sachen? Dinge, die er auf See gefunden hat. Oder in den Städten, die er besuchte. Ich habe sie mir nie richtig angesehen. Na dann danke. Danke, Kenji. Du hast es dir verdient. Du bist weit gereist, um Antworten zu finden. Danke nochmal. Du hast meine Familie gerettet. Das vergessen wir dir nie. Wir sehen uns, Kenji. Mach's gut, Nick. Ich wünsche dir und deinem Partner viel Glück. Geil, der ist noch gerade noch auf Nick eingegangen. Genau, ich achte darauf, dass Kenji ihr Raum zum Atmen lässt. Kazumi. Mir war nicht bewusst, was ich Kenji und Ray zugemutet hatte. Was sie verloren haben. Schön, wieder hier zu sein. Ich hatte viele Projekte im Bootshaus. Jetzt kann ich sie beenden. Okay. Ich kann also nicht mehr direkt mit ihnen reden. Mrs. Nakano. Ich war bereit, Kazumi loszulassen. Trotzdem bin ich froh, dass sie wieder zu Hause ist. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Und es war am Ende dann doch ganz gut, dass wir Nick mitgenommen haben. Und ja, so schließt sich ein bisschen der Kreis, ne? Es macht schon Sinn, dass wir am Ende Nick dabei gehabt haben. Ich muss irgendwie diese blöde Farm jetzt nochmal verteidigen. Ja, ich werde gleich noch mit Nick reden. Ich will erstmal den Scheiß noch ausgraben. Ah, die Folge wird wieder deutlich länger als ursprünglich geplant. Das ist halt die letzte Far Harbor-Folge jetzt, ne? So, was ist da unten? Bin mal gespannt, was der da vergraben hat. Was wird das wohl sein? Eine plasmamächtige... Fügt 10 Punkte Energieschaden zu und kann Gegner schmelzen? Interessante Knarre. Aha. Also die Pistole ist geil. Den Rest könnt ihr behalten. Hey. Schieß los. Nicht wegrennen, Nick. Hey, Valentine. In diesem Job musst du das Unerwartete erwarten. Und trotzdem muss ich sagen, einen Fall wie Kazumis hatte ich noch nie. Echt? Noch nie? Tja, ich wurde mal von einem angeheuert, der 200 Jahre in einem Vault eingefroren war. War echt der Abschuss bisher. Ich bin froh, dass es jetzt ist, wie es ist. Die Nakanos sind wieder eine glückliche Familie. Soweit man das hier sein kann. Das ist richtig. Ja, und jetzt müssen wir noch mit Ellie reden, stelle ich gerade eben fest. Die will ja auch noch ihren Senf dazugeben. Nee, zum Institut will ich momentan noch nicht. Das mit dem Institut machen wir gleich noch. Aber da werde ich vorher speichern, weil ich möchte Dima jetzt, nachdem ich alles hier ins Lot gebracht habe, dann doch nicht an den Karren fahren. Ich will das einfach nur just for fun für mich selber wissen und im Zweifelsfall werde ich das laden, wenn es einfach zu krass wird, was da eventuell... Echt jetzt? Ich muss aufpassen, dass es jetzt hier nicht schief geht. Moment. Aha. Komm her, du Depp. Noch so ein Depp. Wir sind hier, um das Institut bei den Leuten an der Oberfläche bekannt zu machen. Nützt die mir jetzt. Schön. Aha, Vater nennen sie mich. So. Zum Teufel hat dieser Institutstyp gesprochen. Die Welt an der Oberfläche wird nicht mehr existieren. Das klingt gar nicht. So. Ihr merkt, wie ich schnaufe. Ich habe so viel Zeug dabei. Das sind alles Dinge, die werde ich zwischen den Folgen dann noch machen. Jetzt reden wir mit Ellie. Dann haben wir das hoffentlich abgeschlossen. Du bist zurück. Wie ist es mit dem Nakano-Fall gelaufen? Ich habe die Tochter gefunden. Ich habe Kenjis Tochter in einer Sündzuflucht im Norden bei Far Harbor gefunden. Sie ist wieder zu Hause. Gesund und munter. Das ist toll. Wir haben nicht oft gute Neuigkeiten für die Menschen. Schöne Abwechslung. Ich danke dir für deine Mitarbeit. Ich wusste, dass etwas Gutes dabei rauskommen würde, als du dich mit Nick zusammengetan hast. Lass von dir hören, Spürnase. Wüsste ich's nicht besser, würde ich sagen, du verteilst die Lorbeeren nur an unseren Freund hier. Ich will dich nur auf Trab halten, Nick.
Gut, dann sind wir fertig. Können wir da rausgehen. Und ich glaube, dass ich jetzt hier das alles erledigt habe, ne? Also ich habe mit Ellie ausgegraben, mit Nick geredet, mit Ellie geredet. Ich hätte von Anfang an Nick mitnehmen sollen. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber ich habe es halt einfach nicht kommen sehen, ne? Ich wollte halt mal jetzt nicht schon wieder mit Nick am Start sein, weil mit Nick war ich schon so viel am Start. Nochmal ganz, ganz kurz auf die Quest gucken. Hilft bei der Verteidigung der Farm der Daltons. Mache ich gleich. Das mache ich allerdings dann außerhalb der Aufnahme. So, wir speichern jetzt an dieser Stelle hier, Diamond City, um zu verhindern, dass jetzt hier vielleicht im Institut zu viel Kacke am Dampf ist. Das ist jetzt pure Neugier, die jetzt hier natürlich mich treibt. Und ich hoffe euch natürlich auch. Nur um zu gucken, was passiert, wenn ich jetzt dem Institut von denen berichte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich theoretisch, egal für welche Seite ich mich entschieden hätte, hätte ich mich quasi, glaube ich, dann dazu entscheiden können, die zu verpfeifen, ne? Bloß die Frage ist halt, wie das Institut darauf reagiert, ne? Das wird sicherlich anders sein als die Railroad oder als zum Beispiel die Stählerne Bruderschaft darauf reagieren würde. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. So, was meinst du jetzt, Kollege? Er hat Chemikalien gesagt. Ich habe gerade was anderes verstanden, das mit G anfängt und sehr ähnlich klingt. Ich habe neue Informationen über die Synths im Norden. Ja, Direktor. Sämtliche Informationen wären nützlich. Ein Synth, der sich Dima nennt, leitet das Ganze. Synths, die sich selber neue Bezeichnungen geben, sind nie ein gutes Zeichen. Und er manipuliert andere? Hört sich definitiv nach etwas an, was sich das SEB ansehen sollte. Was hast du sonst noch für mich? Es sind schon eine Menge und sie versuchen weitere Synths zu rekrutieren. Definitiv besorgniserregend. Einzelne kann man problemlos zurückholen, aber große Gruppen sind komplizierter. Gut, dass du damit zu mir gekommen bist. Sonst noch etwas? Ich wünschte, ich könnte ihm einfach befehlen, er soll sie in Ruhe lassen. Ein ehemaliger Runner hilft ihnen. Nun, das ist dann fast schon grauenhaft. Gut, ich habe genug gehört. Das sollten wir uns definitiv ansehen. Aber es wird schwierig, weil es oben im Norden ist. Weißt du, was es einfacher machen würde? Wenn wir ihre Rückrufcodes hätten. Das würde die Objektverluste minimieren. Wir können einen Reaktionsplan erstellen. Aber nicht sofort. Je mehr Daten wir haben, desto besser. Aktuell scheint es keine Option zu sein, einen Runner reinzuschicken. Aber wenn du schon Kontakt aufgenommen hast und sie dir vertrauen, finde heraus, was du kannst. Ich schlage fortschrittliche Systeme vor, die Übertragung neu zu kalibrieren und ein Team zusammenzustellen. Da wäre noch diese Sache mit diesem Mädchen, Kazumi. Sie glaubt, sie wäre ein Synth. Ich kann dir sagen, dass sie keine von unseren ist. Klar, wenn sie ein Synth ist, gehört sie natürlich dem Institut. Aber wir haben keine Aufzeichnungen über ein Objekt mit dieser Identität. Könnte sein, dass jemand anderes Eigentum des Instituts manipuliert hat. Wäre nicht das erste Mal. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Lass mich wissen, wenn du sie als eine der unseren identifiziert hast, okay? Was weißt du von dem Synth? Der sich Dima nennt. Die Bezeichnung stammt nicht von uns. So viel weiß ich. Tut mir leid. Das ist alles sehr frustrierend. Kannst du mir sonst noch etwas sagen? Er behauptet, einzigartig zu sein. Vielleicht eine Art Prototyp? Das wäre möglich, aber... Nun, ich müsste die Archive durchkämmen, um mehr herauszufinden. Es sieht aus, als wäre er stark modifiziert worden. Selbstmodifizierungen? Mit sowas hatten wir in der Geschichte des Programms noch nie Probleme. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Sieht wie ein älteres Modell aus, nicht wie ein Mensch. Keine dritte Generation? Das... Bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Die Persönlichkeitsmatrizen früherer Synths waren so limitiert. Mehr kann ich dir nicht sagen. Nun gut, ich komme mir wie ein defektes Holoband vor. Aber je mehr Info du mir bringen kannst, desto besser. Ich kann nichts versprechen. Ich bin sehr beschäftigt. Ich verstehe. Gut. Ich habe das Institut darüber informiert und damit ist offensichtlich diese Quest jetzt erstmal beendet. So wie es aussieht. Ja, ist es. Und ich werde jetzt schon mal das hier einloggen.
liebe Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Es ist nichts Schlimmes passiert. Es wäre wieder an uns hängen geblieben und ich werde hier einfach nicht tätig werden. Im Zweifelsfall nimmt Lucky Bastard diese Information mit ins Grab. Ja, verbotenes Wissen ist gerade eben gestartet worden. Sprich mit Dr. Mosley. Keine Ahnung, was das jetzt hier wieder bedeuten soll. Ah. Ach nee, jetzt wurde doch ein Team losgeschickt, um die Situation zu bereinigen. Ah, okay, nee, das werde ich definitiv laden. Gut, jetzt wissen wir das. Also es würde definitiv weitergehen. Ich will das aber irgendwie gar nicht, Leute. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr getan hättet. Wir können das ja immer noch später wieder nachholen. Ich werde jetzt auf jeden Fall laden, weil ich nämlich diesen Punkt fürs Erste einfach nicht machen will. Schreibt mir in die Kommentare, wie es ihr machen würdet. Wenn ihr wollt, seid ihr wieder dabei. In der Zukunft, jetzt. Direkt im Anschluss, also morgen bei Nuka World. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.